So, Moinsens da draußen. Ihr seht schon im Titel unten, ich habe mir ein bisschen Stuff für meine Osmo Pocket bestellt bei Amazon. Den Link zu dem Set verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, damit ihr auch sehen könnt, was das alles im Ganzen beinhaltet. Wir werden das aber jetzt noch zusammen auspacken und mal schauen, was drin ist. Das hier ist meine Pocket. Geiles Teil, aber es gibt halt eine Menge Zubehör für das Gerät und ich bin jetzt schon lange Zeit ohne damit ausgekommen, aber ich will dieses Jahr ein bisschen mehr filmen, ein bisschen besser filmen und da wird man auf das ein oder andere Equipment nicht verzichten können. Kommen wir zum Paket. Ist auch eine tolle Sache. Das ist das Päckchen. Das werden wir jetzt zusammen aufmachen. Ihr müsst aber auf etwas achten. Das Paket kam so, wie ich es in der Hand habe. Na? Und jetzt? Das war nicht mal versiegelt. Man hätte es können, irgendwo unterwegs aufmachen und irgendwas rausholen. Naja. Ich würde sagen, so sieht der Inhalt aus. Wir nehmen alles mal von oben nach unten raus und schauen mal, was das ist. Wo fangen wir jetzt am besten an? Eine Plastikkartusche. Dualabsorber. Also da ist ein Reinigungstuch drinne. Bin ein bisschen erkältet. Ah, Screenfilm, Linsenfilm. Screen Protector. Also das sind solche Schutzfolien. Den macht man oben auf die Linse und den hinten dran auf den Bildschirm. Ja, okay. Packe mal wieder ein. Oder mal versuchen es. Okay. Kann weg. Also, Glasschutz. Bin ein bisschen erkältet. So, was haben wir hier? Habe mir auch überlegt, jedes Ding nach dem Auspacken direkt auszuprobieren, aber da wird das Video ein bisschen zu lang dauern. Also lassen wir das. Wenn ihr was wissen wollt, unten in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Hier, oh. Ah. Ein Stick, der nicht hält. Ein Stick, der hält, wenn man dreht. Okay. Ah ja, okay. Der hat ein paar Stufen. Man hört es beim Knacken. Rausziehen. Jetzt knackt er nicht mehr. Seltsam. Aber da kann man ihn beidrehen. Und dann hält er. Und dann okay, wieder zusammen. Also von der Bearbeitung her muss ich sagen, könnte besser sein. Okay, die Osmo hat kein Gewinde unten dran. Aber ich denke mal, da wird noch irgendwo so ein Adapter dabei sein. Ja. Gut, für den Preis von ein paar 30 Euro kann man nichts Hochwertiges erwarten. Muss auch schon ein bisschen dran ziehen, damit das Ding auseinander geht. Aber wenn man erstmal den Dreh raus hat, geht's. Selfie-Stick. Was ist das? Eine Tüte in einer Tüte mit Material. Ich lasse das Ding jetzt ausgepackt. So. Das habe ich schon gesehen, das kann man hier reinstecken.
Dient als Halterung. Müsste aber dann. Müsste aber dann hier so im unteren Bereich befestigt werden, sonst kommt man hier an die Tasten nicht mehr dran. Was haben wir noch? Eine Schraube und eine Hutmutter. Das Ganze wird dann hier quasi durchgesteckt und man kann es beiziehen. Also quasi eine Halterung. Wofür die ist, bin mal gespannt. Waren ein paar tolle Sachen dabei, die ich eigentlich haben wollte, aber ja, die gab es auch einzeln, die waren aber dann so teuer wie das ganze Set und man weiß ja nicht, was man mal noch braucht. Kommt auf die Seite, kommt weg. So, was haben wir dann? Okay. In dem Video mache ich relativ wenig zum Umweltschutz, was Plastik angeht und Verpackungsmaterial. Ein Bändchen. Keine Ahnung, wozu man das jetzt verwenden könnte. Das ist eins der Dinger, die ich haben wollte. Und zwar ist das eine Klemme. Oh, die geht aber ganz schön schwer, das ist gut. Da brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass sie irgendwie abfällt. Oh, die geht wirklich schwer. Das hier vorne kennen manche vielleicht von der GoPro. Ja, diese Halterung mit den zwei Ösen, da steckt man das Ding rein. Zuerst kommt die GoPro in der Halterung. Quatsch, die GoPro. Zuerst kommt die Pocket in der Halterung und diese Halterung mit der Kamera wird dann hier reingestellt, fixiert und dann kann man mit diesem Clip die Kamera irgendwo dranhängen, vielleicht an die Jacke oder wie ich es in Beispielbildern halt gesehen habe, an die Schnalle von einem Rucksack. Das ist eins der Dinger, die ich gebrauchen kann, die ich auch nutzen werde. Kann es auch ganz einschweißen. Ah! Wollte ich auch haben. Ein Standfuß. Wenn man mal irgendwo ist und man wird gern, wie war das nochmal, so eine Zeitrafferaufnahme machen und es ist halt dann scheiße, dieses Ding hier unten irgendwo draufzustellen, zum Beispiel auf den Tisch. Man kommt irgendwo gegen und das Gerät fällt rum. Schlecht. Wollte ich haben, werde ich nutzen. Man könnte es auch eigentlich permanent verschraubt lassen und dann als, als Stickverlängerung benutzen. Aber hauptsächlich Funktion Standfuß ist das, was mich an diesem Ding gereizt hat. So. War ja klar, man muss es in einem Pappkarton machen und nochmal in Plastik. Ah ja. Hier haben wir noch so eine Mutter, beziehungsweise Schraube mit Hutmutter. Da haben wir schon zwei davon. Das sieht aus wie. Genau. Wozu ist das? Hier unten haben wir ein Gewinde. Gehe mal davon aus, dass das hier drauf passt. Ja, passt hier drauf.
Lässt sich aber kombinieren mit dem Standfuß. So, und anhand von der Öffnung würde ich sagen. Oh. Naja, es geht ein bisschen stramm rein, aber es fällt nicht raus. Das ist schon mal prima. Wenn man es erst noch rauskriegt. Oh. Ah, okay. Auf der Innenseite links und rechts ist so ein bisschen Filz, damit nicht Plastik an Plastik reibt. Das ist schon mal gut. Und das Gerät selber bekommt keine Macken ab. Ist prima. Werde ich auch nutzen, wollte ich auch nutzen. Ich weiß nur nicht mehr, wofür ich mir das ausgesucht habe. Wahrscheinlich werden wir noch drauf kommen. So. Das ist so ein Teil. Keine Ahnung, da ist so eine Öse, die kann man drehen. Ah ja, okay. Das ist so ein Kugelgelenkkopf. Ah ja, den kann man bewegen. Kann man einstellen. Und wenn man dann die richtige Position gefunden hat, dreht man hier an der Seite fest. Und dann bewegt sich der Kopf da oben auch nicht mehr. Das ist ganz interessant. Kann man auch dann so 90 Grad biegen. So. Und halt so. Wird vielleicht Gebrauch finden. Mal schauen. Langsam wird es eng. Ah ja. Jetzt haben wir schon die ein oder andere Halterung in der Hand gehabt. Das ist jetzt auch eine Halterung. Bin aber noch am Rätseln, wofür die ist. Also in diese Klemme passt es schon mal nicht rein. Also sie würde reinpassen, aber dann haben wir auf der linken und auf der rechten Seite eine Hutmutter und dann bekommt man keine Schrauben mehr durch. Irgendwo da drin muss noch so eine Halterung sein. So. Jetzt wird's interessant. Und zuerst das Kleine auf. Hier haben wir so eine einfache Halterung. Auf der Unterseite mit dem Gewinde. Sehr wahrscheinlich wie auf den Stick oder halt auf diesen Standfuß. Ich hatte gerade eine Erleuchtung. Bam, bam, bam. Nee. Wo war sie denn? Genau. Das ist der Standfuß, das ist diese Halterung, wo ich vorhin die Pocket reingemacht habe. Nur mal so als kurze Demo. Hier hinten ist auch noch so eine Schlaufe, Öse, ne? Und ja. Vollkommen. Ich hätte das Handy sollten lautlos stellen. So. Jetzt haben wir diese Halterung für die Pocket selber und halt unten diesen Standfuß. Wunderbar. Kann man Zeitrafferaufnahmen machen, das Ding irgendwo hinstellen, es steht sicher und dann, ja, für manche Aufnahmen, je nachdem wie lang sie sind, kann das schon mal eine halbe Stunde, sogar noch länger dauern, bis eine solche Aufnahme im Kasten ist. Und das ist besser, wenn man weiß, das Ding steht irgendwo sicher. Sicher. So, kann man das wieder auseinanderbauen. Na halt, das hier. Ganz interessant.
weiß nur nicht wie. Es ist ein Gurt, ein Umhängegurt. Hier vorne ist eine Halterung, so eine Schiebehalterung. Und muss mal gerade schauen, ich hatte ja vorhin dieses Ding hier in der Hand. Genau. Einmal vormachen. Hier ist dieses Clipsystem, hier ist die Schiebehalterung. Einfach oben dran. Sieht man es auch? Ja. Und hier kann man dann die Pocket reinklemmen. Verstellbar ist das Ding auch. Ich weiß nur nicht, wie ich das Ding anziehen soll. Ziehe ich das richtig an oder ziehe ich es falsch an? Nee, halt, ist falsch. Ich hab's gleich. Mit einem Jogginganzug ist das Ganze scheiße. Au. Aber ich muss sagen, das Gummi dehnt sich sehr gut. So. Jetzt hat man das Ding an. Hier vorne kann man sein Gerät reinklipsen. Naja, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, ne? Was ich jetzt noch. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, ich habe es gefunden. Hier ist die Halterung, die wir vorhin hatten, für die Pocket auf den Standfuß zu stellen. Klemmt man hier rein. Und macht sie dann mit dieser Schraube fest. Kann sie auch nicht mehr rausfallen. Für Fahrradtouren sehr geil. Allerdings nur im Sommer. Hat man nicht so viele Klamotten an. Wunderbar. So, zwei Sachen sind noch drin. Ich weiß, was das ist. Genau. Doch, das ist es. Autsch. So. Bin verwirrt. Bin echt verwirrt. Also das hier ist eigentlich die Handyhalterung für
Hier ist so ein Adapter drin. Ne? Damit kann man das Gerät mit dem Handy koppeln. Und aber ihr seht, es wackelt so ein bisschen. Ist scheiße und da gibt es halt so Halterungen für hinten dran, um die beiden Geräte ein bisschen stabiler zu machen. So eine war hier auch dabei, die wollte ich auch haben. Die sieht auch schwer danach aus. Allerdings, so. Ich hab's. Es hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich habe zuerst nur, das ist die Halterung, ne? Ich habe zuerst nur hier unten dieses Loch mit dem Gewinde gesehen und dann habe ich gemerkt, auf der Rückseite ist auch eins. Und hier sind drei Löcher drin. Also, das Ganze wird dann so aussehen. Man klemmt die beiden Dinger hier zusammen. Mein USB-Anschluss am Handy ist genau in der Mitte von dem Gerät. Das heißt, man kann diese Halterung hier auch so ziemlich in die Mitte machen, dass das hier übereinstimmt. Und das ist auch noch interessant, dadurch, dass hier drei Löcher sind, kann man die Halterung verstellen. Das heißt, es ist ja bei jedem Handy anders. Ich habe jetzt zum Beispiel hier oben an und aus, hier ist der Fingerabdrucksensor und hier ist der Lautstärkeregler. Und das heißt, keine der drei Löcher passen. Naja. Jedenfalls, man kann dann halt suchen. Ja. Das erste Loch ist auf dem Lautstärkeregler, das zweite Loch zwischen Fingerabdruck und Lautstärkeregler und das dritte Loch, das müsste eigentlich gehen. Mal probieren es mal aus. Nehmen jetzt das Ding. Kommt übrigens auf die Vorderseite, also da, wo das Display ist. Haben wir gesagt, den letzten, ja. Den letzten. Geht ein bisschen schwer. Jetzt geht's. Jetzt hat er gegriffen. Es gibt auch noch so einen Aluminiumhalter, aber ich gehe mal davon aus, der ist einfacher zu bedienen und auch besser. Aber der allein, der kostet schon 35 €, also so viel wie das ganze Set hier gekostet hat. Und weil ich es ja nicht so oft benutze, nur wenn ich halt mal in Urlaub fahre oder einen Tagesausflug mache, dachte ich mir, es reicht. Es sind ja auch ein paar Sachen dabei, die sind okay, die kann man wirklich benutzen, auch gut benutzen, wie zum Beispiel der Standfuß. Und das hier ist auch so ein Ding, das ich unbedingt haben wollte. Jetzt ist nur die Frage, falsch rum. Wie steckt man das hier rein? Das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe es drinne. Es klemmt jetzt nur lose. Und ich sehe gerade, man erkennt so ein bisschen. Der Stecker, der sitzt ein bisschen unterhalb von dem Anschluss vom Handy selbst. Vielleicht kann man das Ganze. Es ist schwer. Es ist echt schwer. Man kann es ein bisschen biegen, es geht auch rein. Es funktioniert. Wenn man auf der Rückseite schaut, es ist ein bisschen verbogen. Ja. Kann man nichts machen. Sekunde. Das Problem ist halt jetzt, für mein Gerät jetzt beispielsweise einzuschalten, muss ich halt oben den Knopf drücken und dann das Passwort eingeben oder halt den Daumenabdrucksensor nutzen. Beide sind jetzt im Moment verdeckt. Was hier frei ist, das ist der Lautstärkeregler. Ich habe Angst, wenn das Ding da drauf drückt, dass dann halt
ständig diese Anzeige von der Lautstärke halt aktiviert ist. So, das Handy habe ich jetzt nochmal eingeschaltet und jetzt gucken wir mal, ob der USB-Port auch Kontakt hat. Das Handy hat vibriert, also ist Kontakt da. Es ist schwer, das Ganze reinzufriemeln. Es müsste eigentlich auch die App von selbst angehen. Ja. Also es hält. Wunderbar, ist schon mal toll. Also wenn man unterwegs ist für Fotos zu machen, dann ist das ein bisschen praktisch, weil es kann auch mal passieren, wenn man das Handy ohne diese Halterung in die Osmo Pocket steckt, dass wie ihr habt es ja vorhin gesehen, es wackelt ein bisschen und dann kann es passieren, in dem Moment, wo ihr gerade irgendwas filmt oder ein Foto machen wollt, wackelt es und der Kontakt ist weg und dann war es das. Ist natürlich besser. Hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn man mal gerade ein Foto oder ein Video machen will, man muss das Ganze reinfriemeln und unterwegs auf Wanderungen ist natürlich scheiße. Auspacken, reinfriemeln, Bild machen. Das sind mal locker 5 Minuten für ein Foto weg. Dann mache ich es mit dem Handy selbst. So. Haben wir aus? Haben wir auch aus? Der An- und Ausschalter vom Handy guckt aber hier noch ein ganz kleines Stück raus. Und wenn man wirklich in die Ecke greift, geht's auch aus. Naja. So. Eine Sache ist noch in der Kiste. Die heben wir uns aber auf. Das Ding werde ich sehr wahrscheinlich nicht brauchen. Ist aber cool, dass es dabei ist für den einen oder anderen. Für mich ist es nichts. Eine Schlaufe. Ein Tragetäschchen für das Gerät. Hier unten kommt die Pocket rein. Hier. Keine Ahnung. Hier wird sehr wahrscheinlich diese Halterung reinkommen. Die hier. Und hier in dieses Runde. Weiß ich nicht. Ist eine schöne Tasche. Man könnte, wenn man dieses Futter hier rausnimmt, hat man ein schönes Täschchen. Na, hier oben ist noch so ein Netz drin. Mit Reißverschluss. Kann man irgendwas drin verstauen, drin transportieren. Also für meine Pocket werde ich sie nicht brauchen. Aber alles, was ich haben wollte, ist da. Für den Preis von einem einzelnen Teil, zum Beispiel der Halter, der Gurt zum Umhängen und halt auch diese Klemme. Ganz wichtig. Wenn das mit dem Gurt hier zu viel ist oder bei Wanderungen ist scheiße, wenn man dann so einen Gurt anhat, hat man meistens einen Rucksack dabei, macht die Pocket hier fest und zack. Klemmt sich das Ganze an den Gurt. Und so schwer wie das Ding hier auf und zu geht, muss man kräftig ziehen, damit es abfällt. So, das war's. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!